vier Gegner waren da. Haben wir nicht schon vier platt gemacht? Ah, drei. Ne, jetzt also zwei haben wir platt gemacht. Das müsste der dritte sein. Ne? Meine ich mich zu erinnern. Die Glocken schon gut drauf. Ne? 22 schon wieder. 29. Melvin. Haut drauf, Leute. Hat der gerade schon wieder abgewehrt? Der hat schon wieder abgewehrt. Boah, das ist aber nicht cool. Das ist ein Problem. Diese magischen Mistwachen, das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat er aber nicht abgewählt, na gut, aber trotzdem hat er noch genug. Die richten keinen Schaden an, aber nur sehr wenig, das ist nicht cool. Ah, okay. Puh, heavy, heavy. Auch ich will jetzt nicht schon wieder raus, das ist so bekloppt. Ja, es geht ja nicht anders. Qualdi, kannst du mal schauen, wie viele Gegner hier noch sind? Ah, kannst du natürlich nicht. Doch, keiner, okay. Ein Gegner ist noch da. Einer ist nicht viel. Ich habe keine Lust, jetzt schon wieder rauszugehen. Komm, nee. Haben wir mal einen vernünftigen Spruchpunkte-Trank hier. Heiltrank. Spruchpunkte 3. Ja, komm, melden. Und dann nochmal Spruchpunkte 3 und dann sollte es für den nächsten Gegner reichen. Ist natürlich schon eine gewisse Verschwendung, aber irgendwann wird es dann auch so blöd und monoton. Achso, nee, wir müssen hier rein. Okay. Ja, hier wie gehabt wird man wahrscheinlich einfach wieder blöd rumrennen können. Ist ja symmetrisch gebaut. Okay. Und dann gehen wir durch die Tür. Und da sollten dann... Sollten dann vielleicht noch ein paar Wachen. Ja, da ist er schon. Vier Stück. Ja, herzlichen Glückwunsch. Zweimal Eisschauer. Also gegen die kannst du gar nicht zu hoch geskillt sein. 248. Und er wehrt natürlich ab. Also er kann nicht mehr viel haben. Was macht er denn da? Er ist ganz schön nah am Nelvin dran, das mag ich nicht. Und er ist an der Sabine. Zwar abgewehrt, aber ist egal. Wir müssen Prioritäten setzen gerade. Und er wehrt schon wieder ab. Was ist schon wieder? Ey Leute, die können nicht die ganze Zeit abwehren hier. Boah, drei Leute, die jetzt gleich auf uns einkloppen können. Das finde ich gerade nicht so gut. Boah, Leute. Das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen gefährlich. Vor allen Dingen hier beim Nelvin. Der muss den ja nur anpusten, dann ist er weg. Boah, der Grübern, der hat ja schon zu leiden da oben. Und er greift tatsächlich Nelvin an. Das war's. Kritischer Treffer, er ist weg. Was? Er lebt noch? Ja, jetzt nicht mehr. Platsch, weg ist er. Fuck. Oh. Boah. Das ist ziemlich heavy.
Ja, Sabine muss abhauen. Die muss flüchten, das geht nicht anders. Wenn Sabine getroffen wird, dann ist Feierabend. Und er kriegt ihn nicht weg. Boah, was ist denn hier los? Ey, die sind so krass, die Gegner. Okay, jetzt ist einer weg. Mach bloß keinen kritischen. Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Selbstverständlich. Schönen kritischen Treffer reinhauen. Boah, was ist hier los? Boah, die nehmen uns komplett. Ja, okay. Die nehmen uns komplett auseinander. Boah, das war mal ein Kampf. 1333 Erfahrung. Ach so, weil Insta und Nelvin nichts abkriegen. Ja, Egel steigt auf. Boah, wie heftig ist das denn? So, bevor wir irgendwas machen, gehen wir jetzt hier raus. Oder ist hier jetzt irgendwie eine Tür, wo wir dann auch wieder in ein anderes Stockwerk kommen, wo wir uns heilen können? Ja, tatsächlich. Ich gehe mal schnell runter. Tabor Sarghalle. Sehr klein, okay. Boah, Sabine, du weißt, was du zu tun hast, ne? Tada! Tada! Ja, Instagram, weißt du Bescheid? Direkt essen. Achso, müssen wir noch ein bisschen warten. Boah, was war das denn für ein Kampf? Das ist doch nicht in Ordnung. Richtig krasse Gegner, richtig krass. Ja, komm, schmeiß mal die magische Laterne an hier. Erstmal speichern. Boah, was war das denn jetzt bitte? In der Tür ist eine 12-zackige Vertiefung zu sehen. Ist das der Ember Star? Grüben hat die Tür aufgeschlossen. Und der Ember Star ist weg. Nein! Als er den Ember Star in die Vertiefung der Tür einsetzt, verschmilzt er mit ihr. Und die Tür öffnet sich. Okay. Ich will keine Wachen mehr hier haben. Aber ich glaube, hier sind die ja nicht reingekommen, ne? Hier liegt dann Tabos drin oder was? Nein! Ihr wisst nicht, ob ihr einen unhörbaren Mechanismus ausgelöst habt. Auf jeden Fall beginnt der Boden zu beben, als ihr vor euch vor dem riesigen Sarg nähert. Und noch bevor ihr ihn erreicht, springt sein Deckel mit lautem Krachen auf. Wie angewurzelt bleibt ihr stehen, denn ein geradezu gigantischer Dämon erhebt sich daraus. Er reckt sich zu seiner vollen Größe empor. Schaut mit blitzenden Augen in die Runde und donnert euch dann mit einer Stimme an, die euch fast hinwegfegt. Ah, Sterbliche, fürchtet euch, denn Tabos, der Gott des Chaos, ist wieder frei. Dann geht sein Blick an sich herunter und mit einem Wutschrei jault er auf. Ah, wieso bin ich von Tar getrennt? Da steckt ihr hinterher, ihr kläglichen Staubhaufen. Dafür werdet ihr sterben, und zwar auf der Stelle, so wahr ich der König der Hölle bin. Er bricht ein unwiderständliches Gebrüll aus und in dem ohrenbetäubenden Krach schreit Grüber in der Gruppe zu: Das ist Tornaun! Wir haben nur eine Chance, wenn wir sofort angreifen. Ja, supi. Was ist das denn? Tornaun? Den kenne ich überhaupt nicht. Ach du Kacke. Ja, auf geht's. Vollgas, wir hauen drauf. Okay, abgewehrt hat er schon mal nicht. 179. Ah, wie geil, sein Zauber ist misslungen. Feuersäule, sehr schön.
Ja, aber bei dem hauen die auch ordentlich drauf, ne? Ich meine, der wird wahrscheinlich 5 Millionen Erfahrungs- oder Lebenspunkte haben. Kann den magischen Rüstschutz überhaupt nicht durchdringen. Oh, cool, ja. Okay. Grüban, hauen kaputt, Mann, Platz. Er sieht aber cool aus, ne? Hat irgendwie was. Okay, mit den Haaren ein bisschen strange. Ein Riesendämon. Macht den kaputt. Eigentlich hätte man die Sabine mal flüchten lassen können. Boah, 251, richtig hart getroffen. Weil wenn die Sabine jetzt sowieso nichts machen kann, die kann ja dann nur sterben, das wäre ungünstig. Na. Hau drauf! Blöder Mistdämon. Ja, Sabine, die haut jetzt ab. Grüban, klopp drauf. Gib ihm mal ein ordentliches Brett. Ja, sehe ich ja. Schon weg ist. Der ist schon weg. Das gibt's doch nicht. Jeder bekommt 1200 Erfahrungspunkte. Das ist natürlich geil. Insider steigt auf. Nelvin steigt auch auf. Sehr schön. Sabine auch. 209. Also an Lebenspunkten kriegt ja gar nichts mehr. Weil die auch. Amulett Tar. Okay. Wir speichern einmal. Ist hier noch vielleicht was drin? Okay, er ist von irgendjemandem getrennt gewesen. Tabosarkhalle. Okay. Kann das mit diesem Verrückten da in Spannberg zu tun haben? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, Moment. Da oben war ja nicht wirklich was. Ja, und hier werden uns jetzt wahrscheinlich wieder irgendwelche Wächter entgegenkommen, ne? Grüban gibt dem Nelvin nochmal einen Trank. Ich möchte mich jetzt nicht schon wieder raus. Was? Okay. Ihr wisst Bescheid. Einen Moment. Okay, und hier steht Hangar. Und wie ich erinnere mich, dass wir irgendwo einen Hangarschlüssel bekommen haben. Irgendwo. Wer auch immer. Hier, Hangarschlüssel. Der Grüban hat den. Uff, das ist ein schöner Schlüssel. Richtig schön gemacht. Tür ist aufgeschlossen. Ah, sind hier irgendwelche Gegner? Nein. Hier ist nichts mehr. Können wir nur hier lang. Ihr betretet eine riesige Terrasse aus Kristall und Glas. Über euch seht ihr den Himmel von Lyramion und in der Mitte der Terrasse ein seltsames Schiff. Schön. Richtig schön. Ein Raumschiff sozusagen. Ja, also noch möchte ich jetzt hier gerade nichts machen. Das Schiff hier ist tatsächlich ein Raumschiff, so viel darf ich jetzt mal spoilern. Also es würde uns nämlich auf den Mond bringen. Und vielleicht sogar noch irgendwo anders hin. Aber das möchte ich jetzt gerade eigentlich nicht machen, weil ich noch gar nicht weg möchte von Lyramion. Wir schauen uns mal kurz um. Ich habe gerade schon eine Truhe da hinten gesehen. Was ist das? Hier liegt das Skelett eines Zwerges. Die Knochen der rechten Hand umklammern eine alte Pergamentrolle. Unter der linken hält er einen Bernsteinbrocken. Truhenschlüssel. Ah, okay. Kiris Nachricht. Brom, mein tapferer Krieger. Hiermit erteile ich dir eine wichtige Aufgabe. Durchstreife unsere neue Welt und halte nach einem dieser Flugschiffe Ausschau. Wenn es irgendwie machbar ist, dann schleiche dich auf eins dieser Schiffe und versuche auf Lyramion Hilfe zu bekommen.
Vielleicht schaffen wir es mit deiner Hilfe, aus diesem schrecklichen Wald zu entkommen. Ich habe einen dieser Narvsteine beiseite schaffen können. Er ist in der alten Zwergenmine versteckt. Du brauchst 8 verschiedene Steine, um den Weg in die Schatzkammer der Zwergenmine freizubekommen. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, jetzt verstehe ich. Also so hätten wir eigentlich an die Steine gemusst. Ich war ein bisschen zu schnell. Sorry. Okay. Tja, der Zwerg, der hat es schon mal nicht geschafft. Nächste Truhe. Noch eine Truhe? Wie viele Truhen gibt es denn hier? Okay, hier ist einfach nur Gold drin. So viel Truhen. Morag-Dart. Wofür ist der denn? 30. Fernkampf. Heiler. Könnt ihr sogar die Sabine nehmen? Oder Nilden? Okay, der ist geil. Den nimmt der Waldi mal kurz mit. Da müssen wir uns genau anschauen, wer den benutzt. Der Sound ist super. Moragrobe, so eine blöde Moragrobe. Ach nee, Moragrobe ist was anderes, ne? 25. Das ist für die Robe des Magus. Okay, das ist was komplett anderes. 10 und 25. Robe der Gala. 10. Klaut Lebenspunkte, wenn wir sie wegnehmen. Und Spruchpunkte. Trotzdem denke ich, dass das eher was für Sabine ist, weil Sabine muss immer gut geschützt sein. Okay, bringt auf jeden Fall mehr Spruchpunkte, aber keine Lebenspunkte. Aber dafür viel mehr Schutz, viel, viel mehr Schutz. Okay, gut. Ja, cool. Ja, aber für was war denn jetzt der Thronschlüssel hier? Habe ich noch was nicht gesehen? Wahrscheinlich hier rechts oder was vielleicht? Nee, hier ist nichts. Was? Ich habe doch einen Thronschlüssel gekriegt, da muss ja eine Truhe sein. Hm? Hier ist nichts. Hier auch nicht. Also hier muss man dann halt irgendwelche Steine einschmeißen. Aber eine Truhe sehe ich hier nicht. Die sind doch alle auf. Wofür brauche ich einen Truhenschlüssel? Hm. Das finde ich ein bisschen seltsam gerade. Wir haben uns alles angeschaut hier. War ich hier schon? Ja, ich denke schon. Ich gucke noch mal kurz um die Ecke. Nee, aber das Skelett. Brauche ich keinen Thronschlüssel. Nee, mehr ist hier einfach nicht. Hm. Und da hinten ist auch keine Truhe. Also wir haben jetzt alles, ne? Wir haben auch diesen Narvstein. Das heißt, wir könnten jetzt sofort losstarten. Ich möchte aber jetzt noch nicht losstarten, also... Also hier muss ich jetzt einfach mal spoilern. Wenn man nämlich jetzt dahin geht, auf diesen Waldmond, was wir ja schon rausgefunden haben, dann geht der Narvstein kaputt. Das heißt, man ist dann da gefangen. Und das ist nicht schön da. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das ist anti-schön. Ach so, hier rechts kam, oder? Nee. Hm, keine Ahnung. Da möchte man auf jeden Fall nicht hin. Und wir sollten super, super gut ausgestattet sein, bevor wir da hingehen. Hier ist aber auch nichts. Hm. Okay, gut. Deswegen gehen wir hier nochmal raus. Also da muss ich mir wirklich komplett sicher sein.
Was ist das, so eine Kristalltür hier, ne? Ich meine, hier wird wahrscheinlich dann der Endgegner hinter sein. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Aber wir haben noch diese Harfe. Können wir da schon irgendwas mitmachen? Ich glaube nicht, aber... Wo ist sie überhaupt? Irgendjemand hat so diese Harfe. Oder habe ich die schon weggetan? Da. Was? Ach, jetzt kann ich mir irgendwelche Lieder hier anhören, oder was? Was? Ach, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das kenne ich nicht. Der ganze Soundtrack. Was ist das denn? Stairway to Level 50. 50 ist ein Maximum. Ey, das finde ich gerade super geil. Das kannte ich nicht. Wie cool ist das? Ah, der Sound ist geil. Richtig cool. Also das muss ich sagen, das ist super geil. Das kannte ich wirklich noch nicht. Okay. Ja. Okay, so, das heißt, bevor wir jetzt losgehen, nochmal maximal upskillen, ich weiß es nicht genau. Am besten auch dem Verrückten nochmal einen Besuch abstatten. Ich möchte die ganzen Inseln vielleicht aber noch so ein bisschen abgehen, einfach nochmal schauen. Und dann müssen wir uns so langsam, glaube ich, auf den Weg machen. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, also 3/4 des Games haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Oder? Ja doch, ich denke schon. Dass man so ein bisschen abschätzen kann, wo wir sind. Also wir sind jetzt, glaube ich, so... Boah, ich kann gar nicht sagen, bei welcher Folge wir gerade sind. Weil ich habe jetzt noch so viel aufgenommen. Vielleicht, weiß nicht, ist das hier so 72, 75? Ich bin mir gerade nicht so wirklich sicher. Hochgeladen sind jetzt gerade 63 Folgen, aber da sind wir, glaube ich, noch irgendwo in den Hügelhöhlen. Ich nehme natürlich relativ viel schon auf, weil wenn man einmal dran ist, das ist einfach eine Sucht. Man kann nicht aufhören, man muss hier weitermachen und das ist einfach zu geil. Okay. Ich mache hier eine kurze Pause. Für euch geht es natürlich sofort weiter. Und dann werden wir alles vorbereiten und bald losfliegen für den Lyramion. Bis gleich. Ciao.